Die größten Passagierflugzeuge der Welt. Sie kommen jeden Tag nach Frankfurt. Hotel 4 zum Lotsen nach B25. Der Flughafen, einer der wichtigsten in Europa. 1400 Starts und Landungen täglich, 70 Millionen Passagiere pro Jahr. Für Sicherheit und einen perfekten Ablauf sorgen 81.000 Menschen. Der Flughafen ist Hessens größte Jobmaschine. Ankunft eines Straftäters, Einsatz für die Bundespolizei. Er ist auf jeden Fall an Bord, den Herrn, den wir suchen, wo wir auch eventuell mit Widerstand rechnen. Wetterbeobachter am Flughafen, Vorhersagen rund um die Uhr, schnell, präzise, nicht nur für Piloten. Wenn ich mir die Webcam aus Seefeld angucke, sind die Berge da rundherum auch noch in Wolken. Es ziehen halt immer wieder diese tiefen Stratusfetzen vorbei. Nichts darf schiefgehen, sonst drohen Verspätungen und Schadenersatz. Wie arbeiten und leben die Menschen in dieser Kleinstadt mit der täglichen Herausforderung? 2200 Bundespolizisten sind auf Deutschlands größten Flughafen im Einsatz. Im letzten Jahr haben sie 1700 Menschen festgenommen und 7300 abgeschoben. Fahndungen gehören zum Alltag. Ihre Weste braucht sie jeden Tag. Vorschrift auf dem Vorfeld für Nina Lenzner und Ingo Vorberg. Ihr erster Auftrag ist soeben gelandet. Wir haben jetzt eine Maschine aus Bahrain, da machen wir eine Dokumentensichtung. Das heißt, wir lassen uns von allen Passagieren, die aussteigen, die Pässe zeigen und überprüfen, ob die alle Dokumente dabei haben, ob die nötige Visa dabei haben und ob alles passt für die Einreise oder Durchreise. Und des Weiteren ist ein Fahndungstreffer auf dieser Maschine drauf. Das heißt, es ist ein verlustiger Reisepass, ein Deutscher. Da müssen wir jetzt gucken, ob die Person auch stimmig ist mit dem Reisepass. Das heißt, dass niemand anderes diesen verlustigen Reisepass benutzt. Und dann gucken wir mal, was uns erwartet auf der Maschine. Verlustig, das ist Amtssprache aus dem Mittelalter. Egal, jeder hier weiß, was gemeint ist. Ein Reisepass ist als gestohlen, verloren, verlustig gemeldet. Doch jemand reist mit diesem Pass auf dieser Maschine. Wie kann das sein? Ein Fall für die Bundespolizei. Der Flieger aus Bahrain ist ausgebucht, 139 Passagiere. Einer von ihnen hat den vermissten Pass. Diese Person müssen sie jetzt finden. Nina Lenzner ist vorbereitet. Das sind jetzt die Daten der Person, die ausgeschrieben ist, weil wir müssen die Daten der Person haben. Und diese ganze Zettelwirtschaft ist immer ein Problem. Da steht man bei der Kontrolle mit dem Zettel in der Hand und dann fliegt er nachher noch weg. Und so ist es einfacher. Dann machen wir es nach der Kontrolle mit Desinfektionsmittel einmal wieder weg. Aber so ist es einfacher. Dann hat man den Pass in der Hand und hat nebenbei direkt die Daten der Person drauf, nach der man Ausschau hält. Das ist einfach die Sache sehr. Für Bodenpersonal, Passagiere, Piloten und Flugbegleiter ist dieser Einsatz überraschend. Die Polizisten melden sich nicht an, sie kommen einfach. An Nina Lenzner und Ingo Vorberg kommt jetzt keiner vorbei. Ja, das Flugzeug hier heute zwei Treppen hat. Muss es leider so sein, dass einer von uns vorne kontrolliert und die andere Person hinten, der andere Kollege, damit wir auch alle Passagiere kontrollieren können. Ansonsten besteht natürlich die Gefahr, die Hälfte steigt vorne aus, die andere Hälfte hinten. Halbe Flugzeug kontrolliert, das ist nicht in der Sache. Die Daten vom verlustigen Reisepass haben die Beamten aus dem weltweit vernetzten Fahndungscomputer. Die meisten Passagiere wollen in Frankfurt umsteigen. Einwohner aus Bahrain benötigen ein Visum, wenn sie nach Deutschland reisen. Nina Lenzner und ihr Kollege sind speziell für Einreisekontrollen ausgebildet. Gefälschte Dokumente würde Nina Lenzner sofort erkennen. Morgen, thank you. Hallo. Ingo Vorberg kontrolliert am Ausgang hinten. Bis jetzt war alles in Ordnung. Die meisten wollten nach Amerika weiter oder hatten deutsche Pässe. Der Fahndungstreffer wurde noch nicht gefunden. Schauen wir mal, was noch kommt. Maschine ist ja noch halb voll. Good morning. Go to Canada right now. Busfahrer und Passagiere brauchen Geduld. Und das nach 7 Stunden Nachtflug. Doch dann.
Treffer. Nina Lenzner hat ihn, den gesuchten Ausweis. Die Besitzerin soll neben ihr warten. Genau, also ich habe jetzt den Pass der Dame und die Dame neben mir stehen. Da werden wir gleich noch mal einmal eruieren. Ich denke mal, Sie haben den Pass wiedergefunden? Ja, genau. Genau, dann müssen wir dann nochmal ganz kurz Fotos machen. Okay. Weil wir einen Planungshinweis schreiben müssen, dass der Pass aus dem System kommt. Okay. Sonst werden Sie jedes Mal, wenn Sie an den Flughafen kommen, aufgehalten von uns und es werden Bilder gemacht vom Pass. Okay. Deswegen, ich muss nur einmal ganz kurz fertig kontrollieren, damit die Passagiere den Halter finden. Kommen Sie gerade her? Aus Thailand. Aus Thailand? Aha. Okay, aus dem Urlaub. Ja. Was war mit dem Ausweis? Habe ich irgendwann mal verloren und dann festgestellt, dass er doch eigentlich die ganze Zeit in meiner Tasche war. Sie hätte die Behörden informieren müssen. Somit wurde nach dem Pass gesucht, weltweit. Das ist gar kein Problem, wir haben das täglich. Okay. Also nicht täglich und in den meisten Fällen ist der Pass einfach nur wiedergefunden worden. Wie gesagt, es ist nur eine kurze Meldung für uns, aber immer ein riesen Aufwand. Sie wird später die Daten aus dem Fahndungscomputer löschen. Dann kommen Sie gut nach Hause. Dankeschön. Und ich hoffe für Sie, dass es demnächst bald aus dem System draußen ist. Schönen Tag noch. Tschüss. Verlorene oder gestohlene Pässe werden oft missbraucht, sagt Nina Lenzner. Lieber so 5 Minuten mal bei uns stehen und einmal die Pässe fotografieren lassen, als dass irgendeine andere Person den Pass dann an sich nimmt und im Namen dieser Person durch die Welt reist und eventuelle Straftaten begeht. Straftaten mit verlorenen Pässen erleben Sie jede Woche. Noch ein Kontrollblick in die Kabine, dann müssen Sie zur nächsten Maschine. Von der Vorfeldposition einmal quer über den Flughafen zur Startbahn West. Dort steht das Landebahnbeobachterhaus. Jetzt geht er ab. Nein, Sie brauchen keine Messgeräte, Satellitencomputer und so ein Zeug. Am Wind. Dann ist er auch bald im Meter drin. Sie fühlen das Wetter. Wie lange, nach welchem Algorithmus? Bodo Fey und Markus Liebeck sind Wetterbeobachter für Piloten und Freunde. Es hängt alles am Wetter. Wenn ich hier bin, mache ich beruflich Wetter und wenn ich zu Hause bin, mache ich Privatwetter. Weil es ist einfach, Wetter ist Wetter und jeder weiß, ich bin beim Wetterdienst. Also die erste Frage ist, wie wird's Wetter? Ich kann mich nicht bewegen, ohne dass ich nach dem Wetter gefragt werde, ob ich einkaufen gehe oder ob ich abends mal in die Kneipe gehe. Jeder will wissen, wie wird es denn morgen, wie wird es denn übermorgen, weißt du schon, wie es am Wochenende wird. Also man muss immer irgendwie aktuell dabei sein. Sie arbeiten für den Deutschen Wetterdienst, erfassen Daten mit Augenmaß und Bauchgefühl, unterstützen Meteorologen beim Erstellen von Wetterprognosen. Für Markus Liebeck der schönste Job der Welt. Egal was eigentlich für Wetter ist, ich freue mich über... ob es regnet. Ich freue mich darüber, wenn die Sonne scheint. Und ich freue mich über die dunkelste oder hellste Wolke. Ich finde immer irgendetwas, was ich daran gut finde. Es ist mein Beruf, den ich einfach gern mache. Also ich liebe diesen Beruf. Es ist für mich keine Arbeit. Steigt in Singapur ein Pilot in sein Flugzeug, liegt im Cockpit bereits die Wettervorhersage für Frankfurt. Auch mit Daten von Bodo Fey und Markus Liebeck. Weil wir einen Westwind haben, ja. Aber das ist also... Dann ist er unter 5000 Fuß und dann können wir und dürfen sie mitmelden. Ja, Wiesbaden meldet irgendwo fast 4600. 4,6, ja, kommt hin. Wir machen 4,6, 4,4. Drückst du ab, gehe ich wieder beobachten. Also ich gehe immer hoch. Dieser Ton, alle 30 Minuten, ist eine klare Ansage. Er geht jetzt Wetter beobachten. Er hat ja jetzt einen Termin und macht jetzt die Wolkenbeobachtung. Wie viel hat es geregnet? Luftdruck, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windrichtung, wie lang scheint die Sonne? Wie sehen die Wolken aus und wie ist die Fernsicht? Beim Schätzen helfen Berge im Taunus und Odenwald. Da hinten ist der Melibokus, der ist 33 Kilometer weg. Den sieht man, aber... nicht so gut. Das heißt, ungefähr meine Schätzungsweise ist jetzt 35 Kilometer Sicht, würde ich jetzt geben. Die tiefste Wolke ist ungefähr im Feldbergniveau, da ist die Streifen gerade oben so drüber. Das heißt, das müssten ungefähr 2000 Fuß sein. Markus Liebeck informiert die Meteorologen.
Und gehe jetzt runter und vergleiche das mit den Daten. Auch Bodo Fey beobachtet. Erst Flugzeuge, dann Regen. Hier wird einmal am Tag der 24-stündige Niederschlag gemessen. Hier haben wir eine Sammelkanne. Drinnen habe ich ein ganz normales Messglas. Dann messe ich um 6.30 Uhr die Niederschlagsmenge von 24 Stunden vom Vortag 6.30 Uhr. Und das Gleiche macht der Computer zu dem gleichen Zeitpunkt. Ich gebe meinen Messwert in das System ein und dann wird verglichen, ob die Werte übereinstimmen. Sind Unterschiede da, müssen wir halt uns überlegen, wo falsch gemessen worden ist. Entweder herkömmlich oder ob er vielleicht einen Fehler hat. Er, der Computer, bekommt seine Werte von Messinstrumenten auf dem Flughafengelände. Im 10-Sekunden-Takt liefern sie aktuelle Daten. Das reicht eben nicht. Januar 2013. 15 cm Neuschnee fallen an einem Nachmittag. Die Wetterbeobachter sehen Schneeverwehungen. Sie informieren Meteorologen und Flugsicherung. Messgeräte sehen Verwehungen nicht. Auch bei Gewitter können die Beobachter besser erkennen, wohin die Wolken ziehen, wo die ersten Blitze einschlagen. Nebelsturm und Regenschauer können auf dem 21 Quadratkilometer großen Flughafengelände unterschiedlich ausfallen, wie bei Orkan Sabine. Die stärkste Böe haben die Mitarbeiter im Beobachterhaus gemessen. 99 km/h hatten wir, die Ampel, also in Böen. Also war schon anständig. Zum Starten brauchen Flugzeuge Gegenwind. Den messen die Wetterbeobachter auch dann noch, wenn der Computer längst aufgegeben hat. Wenn wirklich kein Wind da wäre, würde man große Probleme kriegen. Wir haben sogar noch einen Notfallkoffer hier, wo wir noch so ein kleines Windmessgerät für die Hand haben, wenn gar nichts mehr gehen sollte. Also das ist wirklich noch da. Nee, der Wind ist sehr, sehr wichtig. Wetterbeobachter ist ein aussterbender Beruf. Langfristig werden sie durch Computer ersetzt, auch am Flughafen. Aber zum Glück kann Kollege Computer noch nicht alles, sagt Bodo Fey. Temperatur, Luftdruck, Wind, das ist das und auch die Sichtweiten an den Stationen, an den Startbahnen, Startlandebahnen kann die Maschine sehr gut liefern. Was momentan noch nicht zu 100% klappt, ist diese Augenbeobachtung, was die Wolken anbelangt. Da ist der Mensch noch gefragt. Wir entscheiden, wir schätzen immer noch ab. Ja. 12 Wetterbeobachter arbeiten am Flughafen, 100 deutschlandweit. Nachwuchs wird nicht mehr ausgebildet. Dennoch, sie sind stolz, ein Teil im Flughafensystem zu sein. Der Flughafen ist ja 24 Stunden auf, der Lotse ist da, die Security ist da, die Feuerwehr ist da und der Wettermensch, der Wetterbeobachter und der Forecaster, der Wettervorhersage ist auch da. Also wir können zu jeder Zeit Flieger abfertigen. Das geht, ist überhaupt kein Problem. Und dafür ist auch der Flughafen Frankfurt da. Nur halt, es startet und landet halt nach 23 Uhr kein Flieger mehr bis morgens um 5. Aber offen sind wir und bereit für alle. Alles, was kommt, wird genommen. Wenn Not am Mann ist, Frankfurt ist immer da. Wetterbeobachter sind 24 Stunden im Einsatz und alle 30 Minuten an der Luft zum Wetterchecken. Die neueste Beobachtung? Die Lerche kommt. Das war's wohl mit dem Winter, oder? Das ist das Erste, was ich höre. Oh, die Lerche ist da. Heute Morgen hat sie richtig Theater gemacht. Das war richtig schön. Aber man kann sich nicht hundertprozentig drauf verlassen, weil der Winter ist auch tückisch. Der kann auch noch mal zuschlagen für ein paar Tage. Aber die wissen es wahrscheinlich alle. Die Viecher wissen es besser wie wir. Kollege Lerche zwitschert eben auch wichtige Wetterdaten für Bodo Fey und Markus Liebeck. Von den Wetterbeobachtern zurück zu den Bundespolizisten. Nina Lenzner und Ingo Vorberg haben Zeit für Flughafenromantik. Der nächste Flieger, den sie kontrollieren wollen, landet erst in 30 Minuten. Die Beamten lieben ihren Job. Keine andere Dienststelle in Deutschland sei so aufregend. Man darf nicht vergessen, wir befinden uns hier in Deutschlands größter Außengrenze. Hier ist immer etwas los. Wir haben den baden-polizeilichen Aspekt, wir haben die Luftsicherheit, wir haben natürlich dann auch den grenzpolizeilichen Bereich. Und Tage, an denen mal nichts passiert in Frankfurt, die sind rar gesehen. Also über mangelnde Arbeit können wir uns nicht beschweren, definitiv nicht. Und es macht auch wirklich viel Spaß, teilweise hier auch mit den vielen verschiedenen Menschen zu arbeiten. Also ist schon schön. Bundespolizisten schützen Menschen und Flughafen. Personenkontrollen gehören zum Hauptgeschäft. 2019 waren das 29 Millionen Kontrollen.
der Flughafen an sich ist super interessant und spannend. Und wir kriegen halt wirklich durch unseren Beruf Einblicke in den kompletten Ablauf des Flughafens, der ja mit über 80.000 arbeitenden Leuten hier am Flughafen eine Kleinstadt ist. Und wie das hier alles ineinander läuft, das ist schon verrückt. Und wenn man da einen Einblick mal erhält, ist das schon sehr, sehr interessant. Neben Einblick gibt's auch Ausblick. Die Sonnenaufgänge am Flughafen gehören zu den schönsten, sagen die Polizisten und fahren zu ihrem Einsatz. Also wir fahren jetzt zur Position Anton 18. Das ist im A-Bereich des Flughafens. Dort machen wir eine sogenannte Binnenkontrolle. Das ist eine Maschine aus Athen. Binnenkontrollen innerhalb der EU sind strenger geworden. Denn auch auf diesem Weg versuchen mittlerweile immer mehr Menschen, illegal nach Deutschland einzureisen. Die Maschine aus Athen ist pünktlich. Griechenland ist eine Hauptanlaufstelle geworden für Flüchtlinge. Von dort aus versuchen viele nach Deutschland zu kommen, erzählt Ingo Vorberg. Griechenland hat natürlich die Mittelmeeranbindung. Und natürlich, was man so mitkriegt in den Medien, auch viel übers Mittelmeer. Flüchtlinge ankommen, von der Türkei auch nach Griechenland rüber. Und die Versorgung in Athen oder in Griechenland auch nicht so gut ist, wohl wie in anderen westlichen Ländern. Und dann versuchen viele dann weiterzureisen Richtung Norden in Europa. Und das ist auch von Italien auch teilweise der Fall. Und so ist es halt nun mal. Und wir versuchen das zu verhindern. Aber man kann nicht komplett die Grenze dicht machen und schützen. Aber man kann einen Teil dazu beitragen. Viele Flüchtlingsfamilien kaufen von ihrem letzten Geld ein Ticket nach Deutschland. Doch die Bundespolizei muss sie wieder zurückschicken, weil die Familie die Einreisebestimmungen nicht erfüllt. Tag, die Pässe bitte, Passports please. Schicksale, die berühren. Auch Polizisten. Bei allen Vorschriften. Merci, au revoir. Meinen Kollegen bitte. Scheinbar hat Nina Lenzner wieder so einen Fall entdeckt. Sie kontrolliert den Pass eines Flüchtlings. Das ist ein griechischer Flüchtlingspass. Im Grunde genommen sind die genauso aufgebaut wie die normalen griechischen Reisepässe. Vom Einband her sehen sie ein bisschen anders aus. Gekennzeichnet hier durch die Striche und eine andere Farbgebung mit einem griechischen Aufenthaltstitel. Zwei Frauen und drei Kinder wollen mit Flüchtlingspässen einreisen. Sie kommen aus dem Irak. Angeblich folgen sie einer Einladung eines Freundes aus dem Saarland. Also Pässe sehen gut aus, ne? Okay. Nina Lenzner will mehr erfahren. Mit einem Flüchtlingspass dürfen sie nur 3 Monate Griechenland verlassen. Sie müssen ausreichend Geld dabei haben für ihren Aufenthalt in Deutschland. Und ein Rückflugticket sollten sie auch besitzen. Die Familie hat nur 100 Euro einstecken und kein Rückflugticket. Vorberg von der Bundespolizei, hallo, mit wem spreche ich? Ingo Vorberg hat den Gastgeber am Handy. Guten Morgen, mit wem spreche ich bitte? Ja, und Sie erwarten heute Besuch. Wie lange bleibt sie denn bei Ihnen? Die ganze Familie ist ja hier. Der Mann aus dem Saarland muss dafür bürgen, dass er für die Frauen und Kinder alle Kosten in Deutschland übernimmt und die Rückreise zahlt. Und die wohnt dann bei Ihnen, oder? Angeblich kein Problem. Ja, der wohnt im Saarland, der sagt, da können die auch wohnen und alles. Der ist seit 4 Jahren hier, hat perfekt Deutsch gesprochen, arbeitet hier. Was da machen? Gut. Ja, die wohnen bei dem, der versorgt die auch. Sie haben kein Geld dabei, Sie müssen irgendwie den Flug wieder zurück bezahlen, dass er das übernimmt. Also der Gruppenleiter meinte gerade, die würden die wahrscheinlich einsacken jetzt, ne? Ja, dann sollen sie machen. Einsacken heißt mit auf die Wache kommen zum Verhör mit Dolmetscher. Wie bitte? Was jetzt? Ja, also ich habe gerade mit dem Gruppenleiter Rücksprache gehalten. Grundsätzlich muss man sagen, die Personen haben angegeben, eine Woche bei Freunden in Deutschland bleiben zu wollen, bei einem Freund. Kein Geld, um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren, keine Unterkunft, kein Rückflugticket. Auf die Frage, wie sie denn wieder nach Hause, nach Griechenland kommen wollen, kam nur, ja,
Rückflugticket müssen wir kaufen, aber wir haben kein Geld. Jetzt muss auf der Wache gleich mal genauer hinterfragt werden, wie die Personen sich das vorstellen, sich den Lebensunterhalt in Deutschland zu finanzieren, weil eine Woche kann lang werden ohne Geld, um sich Nahrungsmittel und Wasser zu kaufen, eine Unterkunft zu haben. Und zu Fuß, denke ich, wollen sie nicht nach Griechenland zurück. Dementsprechend muss dann irgendeine Art und Weise jetzt aufgeklärt werden, wie die da vorhaben, wieder zurück nach Griechenland zu kommen. Oder ob sie es überhaupt vorhaben, weiß man nicht. Ist der angebliche Freund aus dem Saarland wirklich ein Freund oder ein Vermittler für illegale Einreisen? Etwa ein Schleuser? Das klären sie jetzt auf der Wache. Es sei schwer, Personen wiederzufinden, wenn sie eingereist sind und den Flughafen verlassen haben, erzählen die Polizisten. Deshalb muss der Fall vor Ort geklärt werden. Darum kümmern sich jetzt Kollegen. Gut, dann weiter geht's. Nina Lenzner und Ingo Vorberg haben einen neuen Auftrag. Andere Tür, wir müssen da drüben raus. Von Position A18 zurück aufs Vorfeld, 2 Kilometer westlich. Leichte Küche hinter dicken Mauern bietet Gebäude 414. Auf dem Vorfeld kocht der Kessel, streng nach Rezept. Jetzt wird das durchgerührt, das hat jetzt gezogen. Das ist eine Tasse Zucker. Wieland Rindbauer versorgt Kollegen an Flugzeugen mit Getränken. Über 100 Grad sind es. Das muss ja auch noch relativ lange halten. Er ist Getränkewagenfahrer. Die Flotte. 6 Piaggio Porter mit 81 PS und mit Sonderausstattung. Rot steht für warme Getränke und blau, die andere Seite, steht für Kaltgetränke. Heute im Angebot 3x warm, Tee, Suppe, Zitrone. Und 3x kalt, Wasser, Limonade, Multivitaminsaft. Was läuft am besten? Meistens der schwarze Tee oder die Suppe, jetzt in der kalten Jahreszeit. Los geht's, die Kollegen haben Durst. Seit 2 Jahren ist Wieland Rindbauer Getränkewagenfahrer. Davor war er Flugzeugabfertiger. Die Wagen sind fast immer gleichzeitig unterwegs. Jeder hat seinen Bereich auf diesem riesigen Vorfeld. Wir fahren auf die Position in den einzelnen Bereichen und gucken dann, wo die Leute stehen. Und dann fahren wir halt da, wo halt gerade eine Abfertigung stattfindet. Da fahren wir hin, stellen uns da hin und die Leute kommen meistens dann ans Auto, wenn sie die Zeit dazu haben. Und die Leute freuen sich immer so gut drauf? Wie ist das so? Die Leute sind meistens, gerade jetzt, wo es wieder so kalt ist, sind die froh, wenn sie was Warmes trinken können und kommen gerne ans Auto. Wieland Rindbauer macht gute Laune. Sein Angebot ist umsonst. Motivation ist wichtig, sagt er, gerade auf dem Vorfeld. Das ist ein Knochenjob. 20 Jahre hat er große Flieger entladen und beladen bei jedem Wetter. Ein Traumjob, auch jetzt als Fahrer. Es macht halt Spaß, hier zu arbeiten und vor allen Dingen halt auch die Abwechslung. Jeden Tag hat man andere Leute und es macht halt Spaß. Und Sie fliegen auch gerne oder wie ist das? Meistens habe ich die Zeit dazu nicht. Denn er hat 4 Frauen daheim in Kelkheim. Verheiratet, 3 Töchter, Drillinge. Da bleibt nicht viel Zeit übrig, sagt er. Man guckt halt immer, wo halt jetzt. Erster Stopp, B46. Sie gucken schon, dass da jemand kommt? Genau, da kommt schon der Erste. Er holt sich jetzt sein Getränk, er guckt, wo die warmen Getränke sind. Und sobald er seinen Becher hat, dann hebt er den Daumen hoch und sagt dann, er hat. Und dann kann ich weiterfahren. Und bezahlen muss keiner? Nein. Aber das ist ja eigentlich ein toller Job, den Sie haben. Die Leute sind alle glücklich. Die Leute sind zufrieden. Deswegen sind sie auch, freuen sie sich ja auch, wenn das Getränkeauto vorbeikommt. Das war jetzt nur 2 Leute, aber es ist trotzdem okay für Sie. Das ist trotzdem okay. Das geht ja weiter. Das ist jetzt, wir werden noch mehr Leute bekommen. 1,5 Stunden dauert seine Tour. Dann sind die Getränke kalt. Und bei kalter Suppe ist Schluss mit lustig. Dann meckern die Kollegen und er muss Nachschub holen. Von der mobilen Bar zur größten Polizeidienststelle Deutschlands. Servus. Hallo.
Hallo. Spezialauftrag für Ingo Vorberg und Nina Lenzner. Da sind wir. Erzähl mal. Wir erwarten gleich eine Maschine aus Ljubljana. Finden sich zwei Auslieferungen drauf. Eine wird durch eine andere Streife bearbeitet. Die, die euch erwartet, da rechnen wir mit einem gewissen Widerstand. Die Person ist bekannt. Aufgrund verschiedenster Delikte, die sie bereits begangen hat, unter anderem gefährliche Körperverletzungen, Bandendiebstahl und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Wir zwei werden auch mit vor Ort sein und euch unterstützen. Gut. Ziel ist es, die Person erstmal vom Flugzeug runterzuholen und dann hier auf der Dienststelle Haftbefehl zu eröffnen. Soll dann nachher im Amtsgericht vorgeführt werden. Alles klar. Handschelle, Handschuhe, haben wir alles dabei? Ja, Handschuhe hast du? Natürlich. Gut, nur dann. Alles klar. Schauen wir mal, was uns erwartet. Viel wissen die Polizisten nicht über den Mann. Er sei Afghane, ein anerkannter Flüchtling in Deutschland. Hier wird er gesucht mit zwei Haftbefehlen. Er ist nach Slowenien abgetaucht. Doch dort begeht er weitere Straftaten, wird festgenommen. Jetzt soll er zurück nach Deutschland. Als anerkannter Flüchtling muss er in das Land zurück, in dem er registriert ist. In seinem Fall Deutschland. Er ist auf jeden Fall an Bord dann, den Herrn, den wir suchen, wo wir auch eventuell mit Widerstand rechnen. Vielleicht ist er auch ganz friedlich und hat sich besonnen auf seine Reise jetzt. Gut, wir werden abwarten, was passiert. Wir sind auf alles vorbereitet und lassen wir erstmal die Passagiere aussteigen und dann haben wir hier freie Hand. Es gab schon Fälle, da wollten Täter fliehen, rannten quer über die Start- und Landebahnen. Chancenlos. Da müssen wir mal gucken, was da passiert jetzt. Das weiß keiner. Deswegen sind wir auch mit so vielen Leuten hier vor Ort. Auch ein slowenischer Polizist ist mitgeflogen. Er hat auf den besonderen Fluggast aufgepasst. Der junge Mann geht als letzter von Bord. Hallo, wir sprechen Deutsch? Ja, ein bisschen. Gut, wir gehen erstmal zum Auto, dann gehen wir auf die Dienststelle. Nicht so schnell, immer schön bei mir bleiben. So, ich setze mich zuerst rein und Sie folgen mir, ja? Kopf einziehen. Moment. Geht nicht, okay. Neben mir Platz nehmen, anschnallen bitte. Alles gut? Ja. Ja? Guten Flug gehabt. Alle Gepäck? Gepäck? Baggage Tag? Nein, Rucksack, keine Puppe. Ein Koffer, gar nichts. Nein. Nur Sie alleine? Ja. Gut, dann können wir so zurückfahren. Alles klar. Gar nichts mehr. Ich sag Gepäck, dann kommen wir jetzt los. Gut, wir fahren jetzt zur Dienststelle und dann gucken wir mal, wie es weitergeht mit Ihnen. Ja? Der Vorbestrafte erzählt von seiner Haft im slowenischen Gefängnis. Okay. War nicht so gut wahrscheinlich. Nein. Dann jetzt wieder Gott sei Dank in Deutschland. Gucken. Ja, gucken. Hier ein bisschen benehmen, dann ist alles gut. Ja, ich will auch. Der Transport verläuft friedlich. Bisher besser, als wir erwartet haben. Er hat natürlich auch schon eine Straftat, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte begangen. Dementsprechend Vorsicht ist besser als Nachsicht, aber Stand jetzt haben wir das gut über die Bühne gebracht und die Person ist bis jetzt ruhig. Die große Mehrheit aller Flüchtlinge in Deutschland ist nicht kriminell, sagt die Polizei. Straftäter wie dieser Mann sind Einzelfälle. Umso wichtiger, dass sie festgenommen und verurteilt werden. Dann kurz die Jacke ausziehen, das Handy bitte mir übergeben. Handy hier rein. Alles, hier machen Sie alles da rein. Haben Sie noch irgendwas in den Taschen? Meine Mütze. Alles da rein, alles da rein. Jacke ausziehen. So, gerade mal hier rüber treten, da wo die Fußabdrücke sind. Das ist zur Ihrer und zu unserer Sicherheit. Ne? Machen wir kurz, ob es noch irgendwas Gefährliches. Ja, ich muss ja gucken. Der Mann könnte im Flieger Gabel, Messer oder andere scharfe Gegenstände eingesteckt haben. Normaler Gürtel. Mal gucken. Ingo Vorberg will keine Überraschung erleben. Kann ich kurz erstellen? Wenn das alles in Ordnung ist.
wird einmal Pass-ID gemacht. Das bedeutet, wir checken seine Fingerabdrücke, weil er mehrere Alias-Personalien hat, also andere Namen, mit denen er sich mal ausgewiesen hat, als die er sich ausgegeben hat, um festzustellen, ob er wirklich die gesuchte Person ist. Wird jetzt einmal seine Identität überprüft und wenn wir damit fertig sind, dann wird er bis zur Haftverführung in die Zelle gesteckt. Der Polizeicomputer kennt den jungen Mann. 14 Straftaten sind gespeichert. Drogenhandel, Diebstahl, Körperverletzung. Er war jetzt ganz ruhig, anscheinend geläutert. Ich hatte mich auch mit ihm unterhalten im Auto. Gesagt, was er denn für einen Mist gebaut hat in Deutschland. Sagt er, ja, er weiß, er war jung, er hat Mist gebaut, er will das nicht mehr, er will sich jetzt bessern. Gut, er war völlig ruhig. Schön für uns ist das prima, dass es jetzt so läuft, hat alles mitgemacht. Hätte auch anders laufen können. Wir sind froh, dass es so war. Wir haben keinen Ärger gehabt, er hat keinen Ärger gehabt. Er kriegt jetzt gleich den Haftbefehl vorgelesen, kriegt seine ganzen Rechte, kriegt dann nochmal alle ganz detailliert vorgelesen. Und dann wird er wahrscheinlich dann eingeliefert werden in die JVA. So, gehen wir kurz in die Zelle, komplett durchsuchen. Kennen Sie auch schon das Prozedere? Kurz warten bitte, ich brauche ein paar Handschuhe. Welche Zelle ist das nochmal? 52. Menschlich bleiben und jede Person gut behandeln, das ist beiden Polizisten wichtig, egal was der Täter angestellt hat. Hier bleibt er, bis Polizisten ihn ins Gefängnis nach Frankfurt fahren. Schuhe und Gürtel muss er abgeben, damit könnte er sich verletzen. Na, falls was ist, sag Bescheid. Gut. Für Nina Lenzner und Ingo Vorberg ist der Auftrag erledigt. Sie haben schon einen neuen. Gleich hinter der Bundespolizei ist das Terminal 2. 1000 Fuß AMSL, was natürlich bedeutet, dass... Da hatten wir ja dann deutlich über die 40 Knoten. Im obersten Stock ist die Luftfahrtberatungszentrale des Deutschen Wetterdienstes, DWD. 22 Experten überwachen rund um die Uhr Wettersatelliten. Ich schaue mir hier jetzt gerade die Großwetterlage an. Also es ist schon... stürmisch, aber jetzt nicht so stark in den tiefen Lagen, wie es jetzt beim vergangenen Sturm Sabine war. Marcel Schmid ist Diplom-Meteorologe. Der Frankfurter hat nach seinem Abitur Meteorologie studiert. Nebenbei hat er Rennfahrern das Wetter vorhergesagt bei den deutschen Tourenwagenmeisterschaften. Nach seinem Studium landet er beim DWD. Jetzt beobachtet er das Wetter in Deutschland und Europa für Piloten. Sie arbeiten mit Satellitendaten, Messinstrumenten am Boden und Wetterbeobachtern an Flughäfen. Wir überwachen hier den gesamtdeutschen Luftraum und den Flughafen Frankfurt und noch einige andere Flughäfen im südwestdeutschen Raum. Ansonsten geben wir noch Warnungen heraus vor verschiedenen Parametern, Wind, Sturm, Klette, Schneefall. Jetzt konzentrieren wir uns mal hier auf den Wind. Wohin zieht der Sturmtief? Müssen Sie eine Warnung rausgeben? Starke Winde können auch in großen Flughöhen zu Turbulenzen führen, sagt Kollegin Annika Seyer. Also es geht nicht nur darum, dass es ein bisschen wackelt und dass der Kaffee mal umkippt, sondern es geht wirklich darum, dass das Flugzeug Schaden nimmt und dann darf eben diese Höhe nicht gehalten werden und dann muss das Ganze mit der Flugsicherung kommuniziert werden. Turbulenz ist die eine Sache, die andere ist natürlich Vereisung, was auch ein sehr schwerwiegendes Problem werden kann, eben wenn man Luftschichten fliegt, die sehr feucht sind oder mit viel Feuchtigkeit angereichert und sich das Eis dann nach und nach auf den Tragflächen absetzt, dann verliert das Flugzeug eventuell seinen Auftrieb. Also sollte man sich in den Höhen, wo die Vereisung stark ist, auch nicht länger aufhalten. Die Meteorologen warnen Flughäfen und Piloten vor Gewittern. Das ist eben so Hagelgeschosse, die mehrere Zentimeter Durchmesser haben, können dann natürlich ein Flugzeug maßgeblich schädigen. Also nicht nur die Scheiben, sondern auch die Tragflächen und ja, da kann es große Probleme geben. Deswegen meidet man möglichst, in Gewitterwolken reinzufliegen. Gewitterzellen sorgen oft für Chaos. Sie werden umflogen oder die Piloten müssen ausweichen auf einen anderen Flughafen. Arbeiten auf dem Vorfeld sind verboten. Die Mitarbeiter könnten vom Blitz getroffen werden. Der Flugbetrieb wird eingestellt, bis das Gewitter vorbei ist.
Wir beraten auch Segler, Ballonfahrer und Hubschrauberpiloten, sagt Annika Seyer. Das heißt, sie müssen da einen gewissen Abstand halten. Die haben auch Mindestflugbedingungen, eben sowohl an Sicht als auch an Wolkenuntergrenzen. Und dementsprechend können da schon wenige Meter oder sagen wir mal wenige hundert Meter sehr entscheidend sein, dadurch, dass sie eben auch bei recht schlechten Bedingungen noch fliegen können. Nebel- und Sichtverhältnisse, auch das messen und melden die Wetterexperten. Welche Routen sollten Piloten meiden? Die Einstufung für Sichtflugbedingungen, das muss man sich als eine Art Ampelsystem vorstellen. Ampelrot heißt, geht nicht. Ja. Ampelgrün heißt quasi freie Fahrt oder freien Flug. Und ja, hier, wenn wir jetzt mal auf den Taunus eingehen wollen, dann ist hier der X-Ray eingestuft. Das heißt, Wolkenuntergrenze sehr tief in diesem Bereich und dadurch keine Sichtflugbedingungen möglich. Ein Flugverbot wegen schlechten Wetters dürfen sie nicht erteilen. Das wird von den Piloten selber entschieden oder von den Fluggesellschaften oder eventuell von der Flugsicherung oder vom Flughafen selber, wenn sie jetzt den Flughafen schließen wegen bestimmten Bedingungen. Aber das ist nicht von uns hier ausgehend. Die Meteorologen arbeiten mit Kollegen im Ausland zusammen. Denn eines ist sicher: Kein Flieger verlässt Frankfurt ohne aktuelle Wetterdaten von Marcel Schmid und seinen Kollegen. Vom Terminal 2 zurück aufs Vorfeld, zum Getränkewagen. Moin! Warmgetränke sind auf der Seite. Alles da? Zufriedene Menschen, wo auch immer Wieland Rindbauer auftaucht. Mit seinen Freigetränken macht er Kollegen froh. Gerade jetzt im Winter. An kalten Tagen der Renner die Suppe. Sei kein Zaubertrank wie bei Asterix und Obelix, aber sein Rezept verleiht dann doch die nötige Kraft, sagt er. Die Würze macht's. Wir haben verschiedene Getränke, die halt gerade den Mineralhaushalt aufbessern. Gerade wenn man schwitzt, um das ein bisschen auszugleichen. Auch die Suppe, im Sommer teilweise auch wird die Suppe genommen, weil halt da Salz und alles drin ist, wo man halt wieder braucht, wegen dem Schwitzen. An heißen Sommertagen glüht das Vorfeld. Der Beton reflektiert die Wärme. Das Thermometer erreicht schnell 60 Grad. Schatten am Flughafen gibt's nur unter einem Flugzeug. Sonnencreme und Brillen bekommen die Mitarbeiter auch umsonst. Nächster Stopp, ein Langstreckenflieger an Position C14. Die Maschine ist eben erst gekommen. Die wird ausgeladen, da haben die Leute meistens keine Zeit, während der Entladung ans Auto zu kommen. Flieger mit Verspätungen haben kurze Standzeiten. Für Flugzeugabfertiger Stress pur, weiß Wieland Rindbauer. Keine Zeit für Freigetränke. Da sieht man aber auch, dass hier zum Beispiel hier kein Bedarf besteht. Erst wenn klar ist, dass keiner an seinem Wagen zapfen will, fährt er weiter. Da ist einer. Auf der anderen Seite. Die hätten wir fast übersehen. Ja, weil das ist, wenn man irgendwo steht, dann bleiben die Autos automatisch stehen oder die Schlepperfahrer. Morgen! Also die meisten gehen zur heißen Seite, sehe ich. Ja. Deswegen haben wir heute auch die heißen Getränke mehr als die kalten. Weil jetzt bei Minustemperaturen gehen mehr die warmen Getränke. Von morgens 6:30 bis abends 9:30 sind die Getränkewagenfahrer unterwegs, im Schichtbetrieb. Pro Tag verteilen sie 1200 Liter, das sind 100 Wasserkisten. Wenn Wieland Rindbauer Nachschub holt, reinigt und desinfiziert er Behälter und Wagen und fährt wieder raus. Prost, mein Lieber! Ob das der Bundesgrenzschutz, Zoll, Lufthansa, Fraport, egal, kommen alle ins Auto. Alle wollen sowas essen, alle wollen sowas trinken. Und ich kann mich also über die Leute nicht beschweren. Also hier, die Kunden sind eigentlich immer freundlich. Und schmecken die Getränke hier, wie ist das? Sehr gut. Ja, sehr super. Sehr gut, warm, Mann. Diese Wetter macht Spaß. Dankeschön. Wieland Rindbauer fährt auch den Kantinenwagen. Dann verkauft er Brötchen.
Der Familienvater, fürsorglich nicht nur für seine Trillinge zu Hause, auch für seine Kollegen auf dem Vorfeld. Zwei Kilometer weiter östlich. Auch die Bundespolizei ist wieder auf dem Vorfeld unterwegs. In wenigen Minuten landet eine Maschine aus Budapest. An Bord ein Straftäter. Nina Lenzner und Ingo Vorberg werden den Mann abholen. Die Sicherheitswarnweste, dass wir auch auf dem Vorfeld von jedem erkannt werden und nicht überfahren werden. Was schon des Öfteren passiert ist. Und auch gleich passieren kann. Abflug. Die Fluggastbrücke kommt. Da kommt unsere Maschine rein. Dann hoffe ich, dass sie so schnell wie möglich hinten eine Treppe dran machen. Und dass wir dann die Person hinten über die Treppe abholen können. Über Abschiebungen aus Deutschland wird viel geredet, kaum aber über Abschiebungen nach Deutschland. Deutsche Straftäter, sie kommen aus aller Welt und landen in Frankfurt. Sie haben nach der Zweidrittelregel einen Teil ihrer Strafe in dem Land verbracht, in dem sie verurteilt wurden. Den Rest ihrer Strafe dürfen sie dann in Deutschland absitzen, so wie in diesem Fall. Sie sind verhaftet, sind jetzt in Deutschland, Sie wissen Bescheid. Alles Weitere klären wir auf der Dienststelle, ja? Meiner Kollegin folgen bitte. Wir fahren jetzt erstmal auf die Dienststelle und dann werden wir noch ein paar Formalitäten klären. Einsteigen, mit dem Kopf aufpassen, ganz in die Ecke und anschnallen bitte. Hello, nice to meet you. Ungarische Polizisten haben den Deutschen begleitet. Oh, hello, sorry. Sie sind von Interpol. Eine weltweit tätige Polizeiorganisation. Sie werden heute noch zurückfliegen nach Budapest. In der Wache werden die Papiere ausgetauscht. Abschiebungen haben strenge Auflagen. Auch bürokratisch sind sie aufwendig. Hoffentlich geht's schnell. In 4 Stunden startet der letzte Flieger für heute nach Ungarn. Wir haben das fast täglich aus dem Ausland nach Deutschland zurück. 522. Moment. Wie bei diesem Herrn zum Beispiel, der jetzt in Ungarn eine Straftat begangen hat, da einen Teil seiner Strafe abgesessen hat und den Rest jetzt hier in Deutschland absitzt. Das ist also nichts Ungewöhnliches, das kommt ständig vor. Eher selten ist dieser Anblick für Straftäter, bleibt es auch. Der Mann kommt noch heute in die Justizvollzugsanstalt. So, mal gucken, wo die hin sind. Zu 7 Jahren Haft wurde der Deutsche in Ungarn verurteilt. Bandenkriminalität, Drogenhandel. 4 Jahre davon muss er in Deutschland noch absitzen. Es muss jetzt erstmal die Übergabe vorbereitet werden. Das heißt, die ganzen Papiere, die die ungarischen Kollegen dabei haben, müssen jetzt abgeglichen werden. Dann müssen wir den ja übernehmen von den Ungarn, damit die auch wissen, ja, er ist übergeben worden hier in Deutschland an die Bundespolizei und wird dann hier auch der JVA zugeführt. Und dann wird er gleich noch den Haftbefehl vorgelegt kriegen, wird noch ein paar Sachen unterschreiben müssen und dann wird er in die JVA eingeliefert. Das geht eigentlich jetzt relativ schnell alles. Alles in Ordnung bei Ihnen? Ja? Setzen Sie sich hin, wollen Sie ein Glas Wasser oder irgendwas? Nee, eine Zigarette würde ich mir gerne rauchen. Ich versuch's mal. Sie haben aber keine eigenen, oder? Nee. Ich guck mal, was ich machen kann, okay? Bleiben Sie erstmal sitzen, ganz in Ruhe. Wir machen hier mal so eine Kette davor. Aber es wird nicht abgeschlossen. Ja, das ist schon mal eine Erleichterung. Okay, he's safe. That's no problem. So, jetzt brauche ich eine Zigarette irgendwo her. Ich würde gerne eine rauchen. Der Festgenommene kommt nicht mehr zum Rauchen. Der Gefängniswagen ist eingetroffen und die ungarischen Kollegen müssen auch los. The colleagues coming to you, pick you up and bring you to the plane, okay? Okay. See you, bye. Gut, also hat ja alles gut geklappt. Na, ihr macht jetzt das Weitere mit ihm, der wird jetzt nochmal durchsucht. Muss er noch die ganzen Sachen unterschreiben und dann liefert ihr den hier ein. Wir machen jetzt Feierabend für heute
Hat Spaß gemacht mit euch. Zusammenarbeit war gut. Und dann bis zum nächsten Mal. Also, macht's gut, ne? Jo. Tschüssi. Nina Lenzner und Ingo Vorberg, zwei von 81.000 Menschen, die am Flughafen arbeiten. Menschen hinter den Kulissen, die bereitstehen Tag und Nacht, um den Mega-Airport Frankfurt am Laufen zu halten. Ein Drehkreuz, das nie stillsteht.